Ich begrüße euch zu RRO-TV Sport. Am 4. Juli ist der Start zum 14. Gurnengrad Zermatt-Marathon. Dieses Jahr ist da zur gleichen Zeit die Langstrecken-Bergläuf-Weltmeisterschaft. Und im Schweizer Nationalteam sind euch zwei Oberwalliser mit dabei, nämlich der Martin Antamatten und mein heutiger Studiogast. Es ist der Sven Kalbermatten. Sven Kalbermatten, recht herzlich willkommen hier mit uns. Du bist in der Schweizer Nationalmannschaft, Langstrecken-Bergläufer. Bist du überrascht gewesen, dass du es da in das Nationalteam geschafft hast? Ja, merci auch mal für die Einladung, dass ich kommen durfte. Ich kann reden. Das erste Mal, dass ich das machen darf. Ja. Jawohl. Also überrascht, ja, ich denke schon, ich habe nie mit dem gerechnet. Ich bin ja 2012, ist das im Jungfrau-Marathon gewesen. Und man hat es schon, da bin ich ja noch nicht auf diese Zeiten gewesen. Da hat man schon gemerkt, das ist etwas Spezielleres. Und mit dem Ranking ist man vielleicht auch ein paar Ränge. Es war schon internationaler gewesen. Und ich habe vor zwei Jahren, also ich denke vor zwei Jahren mitbekommen, dass dann die Zermatt-Marathon-Weltmeisterschaft ist. Und also als Hobbyläufer muss man halt immer schauen, ja, mache ich es nochmal auf die Zeit, oder? Das entscheidet man ja im Winter. Dann habe ich mir immer gesagt, mal bis 2012, das habe ich, also bis 2015, habe ich mir schon vor zwei Jahren gesehen, wird immer Zermatt-Marathon das Ziel sein. Mhm. Aber ich habe nicht mit dem gerechnet. Ich habe auch noch nicht gewusst, dass es Selektionen gibt. Wie hast du es erfahren, dass du eben da im Nationalteam dabei bist? Fünf Schweizer sind da dabei, fünf Läufer. Ja. Wie hast du das erfahren? Wie geht das beim Laufen? Ja, es war Anfang oder Mitte März, ist der Nationaltrainer, der Hürzeler Thomas, hier der Zermatt-Marathon anschauen und hat wahrscheinlich die Kandidaten ein bisschen markiert. Genau an dem Tag hatte mir die Präsidentin von Ihnen, Andrea Schneider, hat mir gerade angerufen und gesagt, los, hier ist der Nationaltrainer da gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, Papa, nein, das ist ja. Dann habe ich das selber auch ein bisschen anfangen zu markieren und das Selektionskonzept gelesen. Dann habe ich gesehen, Gilio die letzten zwei Jahre, wer da vom Zermatt-Marathon. Zermatt und Jungfrau-Marathon, mhm. Leute Konzept, schauen sie das an, wer da eben gewisse Zeiten hat. Und dann habe ich uns markiert und gesehen, ja, es hat knapp. Könnte länger. Je nachdem, wer mitmacht und wie ich dieses Jahr wieder trainieren, könnte es länger. Ja. Wann hast du das denn gesagt oder bekommen wir das schriftlich oder wie geht das noch ab in Sachen Nationalteam? Ich habe dort mit Thomas Hürzeler Kontakt aufnehmen und weil ich bin ja da recht unerfahren und jetzt muss ich auch einen Verein haben. Mhm. Der Honig, das ist bei den Hübschen Gamschen drin, heisst der, Walliser Name. Ja, man muss einen Verein haben und dann muss man eine Lizenz lesen bis Swiss Athletik. Das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt? Nein, ich habe ja bis jetzt den Bergläufe gemacht und ist jetzt aber nie in Frage, dass ich da Langdistanz-WM machen kann. Also ich habe nie eine Lizenz gebraucht. Ich habe die Lizenz gelesen, das war noch ein Selektionsrennen. Das ist ein Kurzdistanzrennen, 1000 Kilometer, 8 Kilometer, das war in Buchs, Gamperni-Lauf. Ja, den konnte ich dann Ende Mai machen. Und ich denke, nach dem Lauf hatte ich so ein bisschen gespürt, eigentlich erst nachher, vorher habe ich immer gesagt, das wird eh nicht klappen. Mhm. Und haben wir da eigentlich von dem her selber können gut rügen. Und dann ist plötzlich das Telefon gekommen vom Nationaltrainer? Oder? Und am Abend, ich bin der Gamperni machen und das ist am Abend das Telefon kam und hat gesagt, schau. Er hat mir gesagt, ich tue dich auf die Liste drauf, auf die Selektionsliste. Und dann geht das vor das Selektionskomitee. Dann habe ich halt wieder Konzepte gelesen, was das heisst und alles weiter. Ich denke, einen Tag, zwei später ist es gekommen. Ich bin dabei. Das reicht. Das ist ein Frecken, dass das geklappt hat. Ja, ja, auf einer Seite Freude, dass du dort genau gleich wie du hast angerufen. Für hier RRO-TV hat man schon Freude, aber dass dort einer schon geht. Aber weil du noch nie lizenziert warst, ja, genau, nie da dabei warst, komplett etwas Neues für dich. Ja, ja, das schon. Ja. Also, reden wir dann später noch über den Wettkampf, die Weltmeisterschaft. Mhm. Zuerst würde mich interessieren, wie bist du eigentlich zu dem Läufen gekommen? Du bist quasi ein Spätberufener in Sachen Läufen. Ja, also ich habe die Offizierschule noch gemacht und da sind wir so ein bisschen die Marschen und das alles. Also, das war das, was mich am meisten gereizt hat. Das habe ich schon da schon gemerkt. Da habe ich da noch ein Jahr im Berufsmilitär geschafft und ja, und da ist dann halt ist dann mehr und mehr auf Planung ausgegangen, auf Büro und so weiter und ja, da wird man halt nicht mehr, da verliert man dann halt die 70, 75 Kilo und man gewinnt dazu. Das ist gedacht, jetzt ja, muss ich etwas machen, oder ja, wie? Und dann einer gesagt uns, dann haben wir gesagt, ach, ich habe jetzt auf Röcke, ich habe noch geröckt bis dann. Und da haben wir euch gesagt, ja,
gut, wenn du das schaffst, schaffe ich das auch. Dann hat man das und durchgehalten so. Bis jetzt? Ja, müssen so. Mhm. Ja, wohl, aber ich habe es dann gut durchgehalten. Mhm. Und da habe ich nach dem Röck, das heisst immer, man nimmt ein bisschen zu, ist mir auch so gegangen. Mhm. Und da habe ich gesehen, ja, jetzt muss ich. Noch habe ich 100 Kilo gesehen. Dann sieht ja. Jetzt der Fieber laufen. Direkt den Puls gekauft, immer geschaut, einen Puls. Und so hat es angefangen? Ja, so hat es angefangen. Ist halt, und das schon bald der erste Wettkampf? Oder ist nein, das ist die ersten zwei, drei Jahre. Ist also nur gegangen. Laufen? Das war im 2001, 2002. Gewesen. Einfach für mich laufen. Mhm. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass man überhaupt an eine Zinal darf gehen, wenn ich keine Zinal oder wenn ich mal ja. Einen mit dem Jungfrau-Marathon-T-Shirt gesehen habe, gemeint, ja, das ist für Profis, spezielle, da darf man ja, nicht ja. Gehen. Und dann muss, aber da habe ich denen so gerechnet, man muss sich lizenzieren und so weiter. Mhm. Ja, nein, und das mit Gewicht ist auch nicht schön. Das ist schon im ersten Jahr um 15 schon. Kilo. Und 15 Kilo? Ja, da bin ich auf 80 Kilo gesehen. Und dann habe ich das Studium habe ich dazwischen gemacht, Fachhochschulzeiten als Ingenieur. Und nachdem ist eigentlich dann wieder 2008 bin ich das erste Mal in der Zermatt-Marathon gegangen. Ja. Mhm. Vorher hast du noch Matterhornlauf gemacht, habe ich gesehen. Ist das also so ein bisschen das Anwärmen gewesen? Der Matterhornlauf und der... Ja, Aletsch-Halbmarathon? Der Aletsch-Halbmarathon und so, ja. Wie war das so, wenn du das erste Mal am Start bist von diesen Rennen? Also der erste, den ich gemacht habe, ist der Aletsch-Halbmarathon. Ja. Da im Moment natürlich. Man tut da schon 4-5 Tage pausieren und dann merkt man natürlich, was man da mal geleistet hat. Und ja, das ist sicher einer von denen, sage ich, 2-3, wo ich schnell gestartet bin. Und ja, hast du es gemerkt? Ja, ja. Ich habe mit einer ganz anderen Zeit gerechnet, die ich hatte. Und ja, schon so zu weniger Vorrede noch als Rennen? Ja, das Rennen. Sowieso. Ja, ja. Ja. Aber 08, der erste Zermatt-Marathon, 5 Stunden 31. Und nachher im 10., 2 Jahre später, schon 4 Stunden und 8 Minuten. 1,5 Stunden fast eine Steigerung. Wie hast du das gemacht? Das war schon unglaublich. Ja, das war ein Wandel sozusagen. In dem 2008, das Schlimmste war das Anmelden. Nachher das Laufen selber, ich bin wirklich zu wieso zu anmelden? Ja, das heisst, bis am Mittwoch kann man sich online anmelden. Am Samstag ist ja der Lauf und dann habe ich mir immer gesagt, ja, ein Bergmarathon, bist verrückt. Ja. Und ich habe vorher gewusst, da werde ich 5, 6, ich habe mit dem Besenwagen gerechnet, oder? Wenn es da keine Rennen gibt, Besenwagen. Und ich habe eigentlich schon mit dem gerechnet, dass ich nicht viel vor dem werde. Och, und das ist eigentlich nervös ist am Anmelden. Das kann mich wirklich sehr gut erinnern. Mittwoch am Abend gesagt, jetzt machst du das. 5,31, da bist du noch für das erste Mal recht gut unterwegs gewesen. Ja, ich habe mich aber recht geschont. Ich habe im gleichen Jahr im Jungfrau-Marathon, bin nicht 20 Minuten schneller gewesen. Mhm. Ja. Und dann nachher ist im Winter drauf, Weihnachtsessen mit den Arbeitskollegen, haben die gesagt, was, du läufst Marathon? Und dann haben die mich ausgelacht und so. Und das probieren halt immer, dann merke ich schon, dann probiere ich, die geht abzuholen. Und ja, die haben dann gewettet, die wette nicht. Was haben sie gesehen? Ja, sie kommen auch. Und ja. Also nicht, wer schneller ist, einfach durchkommen. Durchkommen, ja. Jawohl, und dann habe ich, dann haben die erst am nächsten oder übernächsten Tag wirklich gemerkt, mal, der hat wirklich das schon gemacht. Ab 1. Februar haben sie schon trainiert, hat mich natürlich auch animiert. Mhm. Und dann habe ich dann halt direkt schon im 09. 4,46 oder so etwas gehabt, dann nachher, schon 3/4 Stunde. Und nachher eben in 2 Jahren so gewaltige Steigerung. Da hat das eigentlich angefangen, aber dann kauft man so die erste GPS-Uhr und das animiert auch wieder ein bisschen. Hast du es einfach professioneller gemacht oder wie? Ja, hat mir euer guter Läuferfreund hat mir dann gesagt, ja, für Marathon, der hat immer Marathon gelaufen, habe ich immer bewundert. Ist der Moment gegangen, bis ich schneller bekam als ihr. Und ja, der hat mir gesagt, ja, für Marathon musst du immer mehr als 2 Stunden am Stück trainieren. Ja. Das habe ich nicht gewusst. Oder? Und, das sind ja so kleine Sachen, die man einfach von anderen immer lernen und aufnehmen. Mittlerweile aber kennst du aber so ein bisschen die Geheimnisse des Trainings und so. Also wenn man das ganze Jahr trainiert, Grundlagen trainieren, das ist schon, ja. Interessant ist jetzt noch, jetzt hast du im 13. bist du 3,28, 37 gelaufen und im 14. ein Jahr später 3,28, 34. 3 Sekunden nur gerade Differenz. Das, ja, wie hast du das gemacht? Hast du da genau geschaut, oder? Nein, das ist noch knapp aufgegangen. Ich habe vor dem Rennen, ich weiß nicht, was wir... Freumeter bis war nicht mehr so da gewesen, oder? Das, wenn? Im zweiten Mal, als ich die 3,28 hatte. Also das letzte Jahr, aber ja. Aber 3 Sekunden besser waren vorher? Ja, da ist am Schluss, also... Ich musste viel mehr kämpfen. Das Jahr vorher, der ist mir recht einfach vorgekommen. Das letzte Jahr recht musste kämpfen, aber ich hatte zum Glück viel mehr, die sind Kollegen, die mich kennen und extra für mich sind Kollegen. Ja.
Es ist nicht mehr Lichtchen im Rund. Also das, ist das wichtig, so während diesen drei Stunden? Das ist eigentlich fast das Wichtigste, dass wir für dich machen. Ja. Das tut einer die nächsten 2 Kilometer. Merkt man das? Das hilft gewaltig. Wenn ein guter Läufer wie du ist das noch wichtig. Ja, man hat da mental schon einen Marathon. Flachmarathon, dieser ist ja eigentlich gegeben, ein bisschen länger als der Flachmarathon. Also, man merkt es schon. Erfahrung eben, der Zermatt-Marathon, hast du schon Krise gehabt, oder hat man da jedes Mal eine Krise quasi bei den Austragungen, die du hast mitgemacht? Der Vorteil gegenüber vielleicht immer Oletsch-Holt-Marathon oder sage immer GP-Bär oder eine Kurzdistanz. Also ich begegne den Marathon immer mit einem Mannsrespekt, oder? Und der Satz sollte, und ich denke, der glaubt heute meisten zu rennen, von der ist das Zermatt da. Und das kann sein, dass ich knapp zu defensiv starten. Das ist möglich, aber ich kann dann nachher den zweiten Teil schön aufholen. Und die Krise eigentlich nie. Was ich immer gesagt habe, ich bin nicht der, der am Schluss noch mal kämpft, ausser das letzte Jahr, wo ich so viel sind am Rang gewesen, als da nicht wirklich am Schluss noch. Also nicht zu schnell weg am Anfang, wenn es nur so flacher ist. Ja. Ist das eine gute Regel? Ja, man muss sich selber spüren. Also das ist ja der erste, nach den ersten 5 oder nach den ersten 10 Kilometer, einmal vor 2 Jahren, als ich aber zuerst mal die 28, da habe ich eigentlich gewusst, ich kann, nach 10 Kilometern im Flachen, habe ich gewusst, ich kann oben noch, laufe ich unter 33. Man tut sich selber spüren und man merkt, mal den Rhythmus fühlst man müsste, ja, mit sich selber. Ja. Merkst du unterwegs, wie gut das man zu Weg ist oder so? Ja, man merkt das gut, ja. Und da gibt es halt Passagen, wo man halt wirklich auf sich muss hören, das Zermatt durchzulaufen, das ist eines von den Highlight. 4 Kilometer ist einfach. Highlight auch da müssen wir vielleicht doch einmal auf den Puls schauen und nicht nur auf nicht ganz fast überdrehen, wenn die Zuschauer da. Schöne Kilometer. Ja. Jetzt bist du eben in dem Nationalteam 3, die 5 Nationalläufer. Wie ist es also so? Ist das jetzt ja eine speziellere Vorbereitung noch? Weil es eben nicht nur Zermatt-Marathon ist, sondern die Weltmeisterschaft. Also für mich macht es schon spezieller. Ich probiere es immer, einen Gedanken ein bisschen auszublenden, wieder Ruhe zu finden, unser Ereignis weiter. Aber sonst kann ich da gut wieder zwischen. Und ich habe seit dem Gamperni bin ich eigentlich, oder eine Woche vorher, also der Gamperni ist ja genau 5 Wochen vor dem Zermatt-Marathon, bin ich jetzt eigentlich sehr gut trainingsbegleitet. Oder? Und so kann man Tag für Tag, habe ich jetzt für die letzten 3 Wochen, den James da euch helfen vom Nationalteam ist, oder wie ist also das? Oder bist du komplett alleinig? Nein, ich habe ja gefragt und so. Und dann haben wir einen Trainingsplan gehabt. Es ist, man merkt schon uns, es ist schon professionell. Also die Art trainieren habe ich für die Rennvorbereitung. Das kenne ich noch gar nicht. Was tust du jetzt hier so trainieren? Euch schon Obschi oder was ist deine Trainingsstrecke? Also? Ja, meistens ist Obschi. Also ich bin viel in einer Alletsch-Region, Riederalp und Pappenrad. Das ist eigentlich. Für mich ist das gäbig, oder? Die Bergmarathons, der Zermatt, das ist ja nichts, was ich eigentlich nicht trainiere. Ja, das ist der Vorteil, oder? Ja. Und das ist mit diesen Seilbahnen, das ist eine Zwischensaison. Das ist wirklich gut gegeben, dass man da muss schnell wieder das Noten schon. Du läufst also nur ob sich quasi. Ja, sozusagen, ja. Das ist auch besser für die Gelenke und so. Ja, ich denke schon. Ja. Hey, wie ist denn die Betreuung echt während dem Marathon? Ist das euch speziell? Habt ihr jetzt da eine spezielle Betreuung, weil ihr Nationalmannschaftsmitglieder seid? Weißt du das schon? Also wir treffen uns am Freitag, später Vormittag, also vor dem Mittag treffen wir uns zu Hause gelassen. Aber der ist eigentlich... Bist du in der Nationalmannschaft? Ja, der ist man in der Nationalmannschaft, da holt man zusammen die Startnummer ab. Ja. Und nachher darf man den. Aber sie wird jetzt ganz Wochen in Zermatt. Werden ihr da offiziell betreut? Ja, wir haben Betreuer unterwegs. Nur zusätzlich für dich? Ja, ist nur für die Pflege. Nur für die Nationalmannschaft? Ja, wir haben jetzt den, so wie er vorher. Habt ihr extra schiert? Also der Libyen? Ja, das sind jetzt aber Sachen, die ich mich extra nicht ganz fest befasst habe, weil mir auch ein Arbeitskollege gesagt hat. Im Schweizer Kreuz drauf, Team Swiss, du läufst ja da für die Schweiz und du hast ja da Schweiz an. Und dann heisst es, der Hauptschweiz und so. Und dann ist mir schon wieder... Nicht mehr Hauptsven, Hauptschweiz. Schon wieder die Grima kommt, das ist wahrscheinlich... Für den Tag ist das schon schön. Also, und was ich noch gesehen habe, du bist mit dem Nummer 1 unterwegs, hä? Ja. Das ist nochmal speziell, ja, da ist aber da ist Asamas von Kollegen. Gute Startnummer hast du. Und da gehe ich da gleich, ja, dann... Das 9 oder das 10 oder so, dann sehe ich 10, aber... Ja, aber die Schweiz ist 1-5 und... Die Schweizer Nationalmannschaft Nummer 1 am Start, schon ein spezielles Gefühl wahrscheinlich. Das schon, was ich mir da aber wieder sage, aber ich bin bis Zermatt, ich bin der, der im zweiten Teil... Mhm. Ja.
Habt ihr da eine spezielle Mannschaftstaktik oder ist ja jeder komplett alleine unterwegs? Ich habe da mit einem geredet, der das schon darf machen, ja. 2012. Und der hat gesagt, ja, auf Marathon ist einfach schwierig, Taktik. Oder? Da kann man nicht das eine oder andere, der Pacemaker macht und so. Oder? Ja. Nein, da ist schon jeder für sich fokussiert, für sein Rennen. Und das ist auch jeder gewohnt, das Rennen auf seine Art zu laufen. Und ja. Nicht, wenn einer, der einen Walzer immer mag, den mitnimmt oder so. Das, ja, das ist schwierig. Im Velofahren kann man die Windschatten fein variieren, aber hier ist das halt schwierig. Kannst du noch mal erklären, wie ist denn die Wertung eigentlich? Es gibt nur eine Einzelwertung, Gold, Silber, Weltmeister, aber es gibt auch eine Mannschaftswertung. Es gibt auch eine Mannschaftswertung. Wir sind ja 5 Stück, ja. Und da waren die 3 besten Resultate zusammengezählt von diesen 5 Läufern. Ja. Und das gibt dann die Teamwertung. Die Schweiz ist auch Weltmeister. Ja, nein, es ist das erste Mal eine richtige Weltmeisterschaft. Vorher war es ein bisschen inoffiziell. Bis jetzt. Ja, jetzt ist es offiziell das erste Mal Weltmeisterschaft. Also könnte die Schweiz da Weltmeister sein. Wenn man dann nicht unter den besten 3 ist, ist man auch Weltmeister, oder wie ist echt das? Wie wenn man unter den... Das Team. Ja, sind die 3 Teamzeiten zusammengezählt. Aber als Vierter wärst du Weltmeister quasi. Jetzt... Das weiss ich nicht, dass ich jedes Mal anders. Ich kann den Statut nicht, ob ich da euch... Medaille verkäme. Oder, ja. Was ist das Ziel so insgeheim für dich jetzt bei dem diesem Marathon? Also normalerweise denke ich mir schon, wenn da ein anderer Oberwalliser oder so am Start ist, ich wäre schon gerne vor dem. Oder da ist jetzt gegenseitig, wenn man das gleiche Hobby und so weiter. Ja. Oder, das ist immer schöner, wenn ich nicht gerade allein bin, der das macht. Oder, das ist immer schöner, man sieht mal die anderen und das gleiche Saisonziel. Aber jetzt in der Teamwertung muss ich sagen, also ich wünsche dann wirklich alles Gute. Der Martin soll die, wenn es das überhaupt geht, Oberwalliser, eine Kurzzeit, der soll die torpedieren, mir ist das recht. Traust du mir das zu, der Martin? Er ist ja meistens erst einen Halbmarathon gelaufen oder so. Traust du mir eben der Effort zu? Ich denke, ich muss viel Berg trainieren und er muss jetzt umkehren. Er muss wahrscheinlich viel flach trainieren wegen der Distanz. Ja. Aber ich denke schon, dass er da etwas erreichen kann. Und sonst sind noch starke Läufer dabei, natürlich in eurem Team. He? Der Wieser Patrick, der ist natürlich stark. Und der Feuz Philipp. Und der war noch ein dritter Walliser, der Runner Walliser, Rami, Pierre, André. Ja. Kennst du andere Nationen auch schon so? Tun wir sich mit dem im Vorfeld überfassen oder eher weniger? Ja, man weiss ja, es ist ja der halt schon international. Wenn das Geld noch nicht da ist, oder Kenianer und die, also die laufen da natürlich. Der hat ja den Rötlin in seinem Jungfraujahr nicht gewinnen. Also der hat schon sehr starke da. Ja. Und die sind natürlich auch mit Teams da. Und darum, also für mich, ich kann das ein zweier Nationaltrainer, weil der ist innen orientieren. Ja. Und das sind so Sachen. Also ich gehe jetzt mit leiser Hoffnung für ihn, dass wir da irgendwie eine Chance haben. Und ich würde mich wahnsinnig freuen. Machen, natürlich auch in der 4. oder 5. Medaille verkunden. Das wäre noch schön. Hauptsache das Team verkunden. Ja, genau. Das wäre schon schön. Interessant ist natürlich auch am Freitag und so. Oder am Samstag. Nein, am Freitag gibt es noch offiziellen E-Marsch von der Nation und so. Das ist ja noch einmal etwas Spezielles, wenn man das erleben kann. Ja, aber das habe ich auch drin gelesen. Und wir haben den Trainer auch noch mal geschickt und so. Dass das, das wird Umzug schon, durch Zermatt. Wird schon emotional. Es ist nur schon, wenn man in dem Jungfrau-Marathon ist und dann kommt da kurz vor dem Start die Nationalhymne. Nur schon das. Man läuft ja in dem Moment nicht für die Schweiz, oder? Und jetzt mal. Ja, wenn man dann wirklich das dann nicht anlegen darf, Minimum für den Tag, hat man dann schon das Gefühl. Etwas, was mich noch gar interessiert ist, aber du hast einen Verein gesucht, Hübsche Gämschen. Wie bist du auf diesen Verein gekommen? Wir haben dir mal in dem Motorhorenläufe, und du erzählt hast, hat einer von uns gesagt, ja, da gab es ein Team-Event und vielleicht könnten wir da sogar gewinnen. Ja, der wäre schon nur gelachen. Gesagt, nein, gewinnen können wir nicht. Mal, wir melden ihn schon. Der Name gesucht und gesagt, ja, aber wir sind ja schon in den Anfängen des Laufens, aber mit 5:30 ist ja das Jahr später gewesen, oder? Ist der, ja, und der war der Hübsche Gamsche, und der Name ist jetzt geblieben, und das ist jetzt so ein bisschen der Hübsche Gamsche, ein bisschen professioneller, weil er gesagt hat, aber für einen Lizenzbrüchen Verein, und der hat gesagt, das noch. In dem Verein sind andere dabei. Ja, da wird zwei waren Stoffeln laufen, da als Hübsche Gamsche, aber sie hat mir gesagt, ich darf einen Vereinsnamen für dieses Mal, sind Team Swiss schon gut. Geht schon. Du bist jetzt jedes Mal dabei in dem Zermatt-Marathon, Gornergrad Zermatt-Marathon. Was macht für dich die Faszination von dem Läufhaus? Du hast eine Jungfrau gemacht, Zermatt, was ist das speziell? Es kommt wahrscheinlich von der Art her, wenn man gerne trainiert oder wenn man das Laufen sieht. Aber dann, wenn ich angefangen habe, ich habe direkt mit Pulsgurt und ich habe wirklich direkt mit Grundlage, also ich sage 130 Puls oder Tiefe, immer so trainieren, das kommt einem natürlich auf
Longdistanz entgegen. Ich trainiere gerne lang, oder? Ich kann jetzt am Abend, vier Abend, kann ich den Massenweg laufen. Für andere ist das ein Tageswander. Mm. Und das ist natürlich schön, wenn man es so... Ich bin nicht der Flachläufer, ja, und ich bin auch nicht der Kurzdistanzläufer. Einer der Länge. Ja. Und das Matterhorn kann man es haben, genießen während dem Tag? Mal, das sieht man schon. Ja. Das ist aber das Schöne, ein Marathon. Man hat auch mal Zeit, den Kopf im Aufsehen. Das habe ich immer. Und das Matterhorn, ein bisschen zu schauen. Man gibt Bär anders erlebt. Da ist, 4. Juli, halb neun, so ein Glas. Was sind denn so die letzten Gedanken vom Sven Kalvermatten vor dem Start, beim Start? Ja, da kommt einem schon geriemen. Ich habe schon Fotos gesehen, wenn ich da bin. Und das ist dann schon konzentriert. Und ja, die letzten 2-3 Minuten ist das schon eine freudige Anspannung da. Und, ja. Und gut wäre es, wenn du vor der 12 ins Ziel kommst. Das wäre dann wieder die 3,5. Ja, 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 das war. Ja, das oder sogar noch etwas eher. Also versprechen kann ich ja nicht. Das habe ich dem Trainer auch gesehen. Ich auf dem Papier die letzten 2 Jahre habe ich, bin ich da beständig gewesen. Aber diesmal nur 3 Sekunden verbessern. Ja. Vorher bin ich immer im Viertelstunde. Jetzt gibt es nochmal einen Sprung. Ich habe die Hoffnung schon. Aber. Sven, wir wünschen dir alles Gute. Vielen Dank. Am 4. Juli für den Gornigrad-Zermatt-Marathon und natürlich für die Weltmeisterschaft da im Langstreckenbergläufe. Besten Dank für die Psyche bei uns im Studio. Dank, alles Gute. He. Und natürlich auch alle Läuferinnen über 2000, die wieder dabei sind bei dem Gornigrad-Zermatt-Marathon. Ja, das wäre es gewesen, die heutige Sendung mit dem Sven Kalvermatten. Er ist hier am Start eben bei der Langstreckenbergläufe-Weltmeisterschaft am 4. Juli. Besten Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.